Planschen, Spritzen, Spaß haben. Und das während der Schulzeit. Das will das Projekt Bayern schwimmt der Bayerischen Wasserwacht. Und das kommt an. Es macht ziemlich viel Spaß und wir haben es halt eigentlich normalerweise nur eine oder halt ein paar Wochen im Jahr und ich jetzt gerne länger. Wir haben einmal mit der Schule Schwimmen so grundsätzlich und sonst eigentlich nicht. Schwimmen ist lebensnotwendig und rettet Leben. Neben den Eltern sind eigentlich auch die Schulen in der Pflicht, das Schwimmen zu lehren. Nur reichen meist die Bäderkapazitäten hierfür nicht aus. Der Freistaat Bayern unterstützt die Kommunen beim Hallenbau sozusagen, um die Schulschwimmen überhaupt zu gewährleisten. Und zwar entsprechend der Schulen, die in dem Sprengel sind. Aber bauen tun es letztendlich immer die Kommunen. Ob Eltern, Kommunen oder Schulen, feststellen lässt sich, dass immer weniger Kinder im Grundschulalter schwimmen lernen. Innerhalb einer Woche will die Wasserwacht zusätzlich rund 3.500 Kindern in ganz Bayern das Bronzeabzeichen abnehmen. Wenn wir uns eben anschauen, einmal die Anfragen bei unseren Schwimmkursen, aber auf der anderen Seite auch das, was wir im Rettungsdienst wahrnehmen, stellen wir einfach fest, die Schwimmfähigkeit unserer Kinder in Bayern nimmt deutlich ab. Das Seepferdchen ist kein Schwimmfähigkeitsnachweis, sondern es ist ein Nachweis dafür, dass man eine Wassergewöhnung durchgeführt hat. Das Seepferdchen führt dazu, dass die Kinder sich ans Wasser gewöhnen, wissen, dass man vorm Wasser zwar Respekt haben muss, aber auch Spaß macht. Und das deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze ist das erste Abzeichen, wo man auch eine gewisse Leistungsfähigkeit auch mal zeigen muss. Neben der Landtagspräsidentin und ehemaligen Vorsitzenden der Wasserwacht Ilse Aigner engagiert sich auch die Schwimmeuropameisterin von 2012 und Olympionikin Alexandra Wenk für das Projekt. Es schließen immer mehr Bäder. Mich hat es auch ein bisschen betroffen, also gerade unsere Trainingszeiten. Ich würde mir wünschen, dass es jetzt vielleicht wieder eher in eine richtige Richtung geht. Es muss, wie ich schon vorhin gesagt habe, nicht jeder bei den Olympischen Spielen teilnehmen oder irgendwelchen internationalen oder nationalen Meisterschaften. Aber es geht einfach darum, dass man Schwimmen lernt, dass sich die Kinder dafür interessieren. Egal ob Bronze oder Gold, diese Kinder wollen schwimmen. Und das am besten so oft wie möglich.